Polizeihund Fedo hat eine Spur, eine verhängnisvolle Spur. Denn wenn Fedo fündig wird, findet er Tote. Die Fährte, die Fedo in diesem Fall aufnimmt, wird alle Hoffnungen auf ein gutes Ende einer dramatischen Entführung zerstören. Dieser Film folgt den grausamen Spuren, die ein Gewaltverbrecher im Leben unschuldiger Menschen hinterlässt. Spuren, die einen Ausnahmetäter schließlich zur Strecke bringen. In einem aufsehenerregenden Prozess, der deutsche Justizgeschichte schrieb. Oktober 1996, kurz vor Mitternacht. Zwei Männer warten auf einen Frankfurter Unternehmer. Aber sie stehen nicht in seinem Terminkalender. Sie sitzen in einem gestohlenen Auto, maskiert und bewaffnet und zu allem entschlossen. Es kommt zu einem blutigen Kampf. Dann verschwinden die Täter mit ihrem Opfer in der Nacht. In wenigen Minuten wird aus einem angesehenen Geschäftsmann, einem geliebten Freund und Sohn und Bruder, eine Geisel. Und nur so hat ihn die Öffentlichkeit dann kennengelernt, als Foto, das durch alle Medien ging. Der Fall Jakob Fischmann. Wer ist dieser Mann, um dessen Leben bald ganz Deutschland bangen wird, knapp ein halbes Jahr nach der Remsma-Entführung? Dass Jakob Fischmann einer der reichsten Männer Frankfurts ist, weiß bis zu diesem 1. Oktober kaum jemand in der Stadt. Die Familie lebt zurückgezogen. Nach dem Krieg hat der Vater mit Elektronikgeräten gehandelt, ein Familienimperium aufgebaut, das nun Sohn Jakob leitet. Jakob beliebt, bescheiden, hilfsbereit, niemand, der Schlagzeilen macht. Die Täter aber wissen offensichtlich sehr genau, wen sie da in einen Hinterhalt gelockt und entführt haben. Die Ermittler dagegen sind zunächst völlig ratlos. Also am Anfang habe ich Vernehmungen durchgeführt, auch von der Lebensgefährtin des Herrn Fischmann, um natürlich auch, ich sag mal, in allen Richtungen irgendeine Motivlage zu finden, aus, ich sag mal, familiären oder beruflichen oder sonstigen Bekanntenkreisen, um auch bestimmte Dinge auszuschließen. Und dadurch ist natürlich auch ein bestimmter Teil des Lebens des Herrn Fischmann aufgerollt worden. Und das bewegt einen auch umso mehr, wenn man mitbekommt, dass wirklich ein Mensch, der sehr beliebt ist und der mitten im Leben stand, ich sag mal, aufgrund der Tatsache, dass er Geld hat und die Familie erfolgreich ist, Opfer einer solchen Tat geworden ist. Am 2. Oktober ruft Jakob Fischmann in seiner Firma an. Er sei entführt worden. Die Täter verlangten 3,5 Millionen Mark für seine Freilassung. Sein letztes Lebenszeichen. Dann nur noch einmal seine Stimme vom Band. Das ist eine Tonkassette. Ein persönlicher Anruf von mir ist den Leuten zu gefährlich. Sie erhalten einen Anruf hinsichtlich der Geldübergabe. Wenn die Polizei eingeschaltet ist, wird die Übergabe sofort abgebrochen und ich bin tot. Fischmann ist zu diesem Zeitpunkt schon schwer verletzt. Die Ermittler erkennen es an seiner Stimme. Auch die abgerissene Armbanduhr und die Blutspuren in seinem Auto erzählen die Geschichte eines brutalen Kampfes. Auch im Auto der Entführer Kampfspuren. Fischmann, sportlich und selbstbewusst, hat sich heftig gewehrt und seine eigene Visitenkarte als Spur gelegt. Die Entführer melden sich bei Jakobs Bruder Georg. Dem wird rasch klar, es sind dieselben Entführer, die vor 5 Jahren schon seinen Sohn und dessen Schulfreundin verschleppt hatten. Die Kinder kamen damals zwar wieder frei, aber die Täter konnten entkommen. Jetzt haben sie Jakob in ihrer Gewalt. Zum zweiten Mal ist die Familie Opfer derselben Verbrecher. Das war für uns vom Kriminalistischen her schon eine sehr besondere Ausnahmesituation, weil es eigentlich keiner glauben konnte, dass wir es hier mit Serienentführern zu tun hatten. Es gibt in der Bundesrepublik in den letzten Jahren auch Serienentführungen, aber mit dieser Deutlichkeit, mit dieser Dramatik auch für die Opfer, wie wir es da erlebt haben, ist das sicherlich ein sehr besonderer Ausnahmefall.
Aber wer sind die Entführer? Wer ist so kaltblütig, eine Familie zweimal in Todesangst zu versetzen? Eine außergewöhnlich komplizierte Ausgangslage für die Ermittler. Und noch immer kein neues Lebenszeichen von Jakob. Trotzdem fordern die Täter in einem Erpresserbrief 3,5 Millionen Mark, abzulegen an einer Schallschutzmauer einer Autobahn in der Nähe. Die Übergabe scheitert. Es fehlt der versprochene Beweis, dass Jakob noch am Leben ist. Aber die Täter hinterlassen neue Spuren, die später eine wichtige Rolle spielen werden. Die Entführer fordern jetzt 4 Millionen. Übergabe auf der A3, Kilometer 132. Die verzweifelten Fischmanns deponieren das Geld, auch wenn sie immer noch nicht wissen, ob Jakob lebt. Obwohl das LKA vor Ort ist, entkommen die Täter mit dem Geld. Immerhin, die Beamten machen eine verblüffende Entdeckung. Ein Geländewagen mit polnischem Nummernschild fährt auf den Parkplatz, verlässt ihn aber mit einem Offenbacher Kennzeichen. Dessen Halter ist kein Unbekannter. Durch diese eigentlich Zufallsfeststellung, die wir getroffen haben, kamen wir auf den Namen Körpen und da liefen natürlich dann die Ermittlungen in diese Richtung auf Hochtouren. Rainer Körpen, die Zufallsentdeckung, ist ein Volltreffer. Totschlag, Raub, Körperverletzung. Sein Vorstrafenregister lässt nichts aus. Und der Name Körpen steht auf der Gehaltsliste des Entführten. Körpens Frau Renate arbeitet bei Fischmanns seit 10 Jahren. Die Soko ist alarmiert. Um Jakob Fischmanns Leben nicht zu gefährden, wird Körpen nur observiert. Erst als im Garten seiner ahnungslosen Eltern das Lösegeld ausgegraben wird, schlägt das LKA zu. Die 4 Millionen in Tausendern fast unangetastet. Nur 2 Scheine fehlen. Aber auch die tauchen bald wieder auf. Festgenommen Vater und Sohn, Rainer und Sven Körpen. Der Vater belastet sofort den Sohn, will ihm nur beim Vergraben des Lösegelds geholfen haben. Wie ein besorgter Vater eben. Genauso fürsorglich wie zu seiner Frau Renate, hatte er ihr doch gerade erst zum Geburtstag einen 1000-Mark-Schein geschenkt. Jetzt ist ihr Mann als Entführer ihres Chefs in den Schlagzeilen. Flucht nach vorn. Rainer, du hast nichts mehr zu verlieren. Und sag, wo der Herr Fischmann ist. Und wenn er auch nicht mehr lebt, das muss ein Ende haben. Das Schlimme, die schlimme Tatsache oder die lange Zeit, es muss ein Ende haben, auch für die Familie Fischmann. Und wirklich, die Familie Fischmann hat uns nichts getan. Auch meinem Mann ist es ja immer gut gegangen durch mein Einkommen im Hause Fischmann. Doch Rainer Körpen schweigt eisern. Und eine gigantische Suchmaschinerie stochert im Nebel. Wo ist Jakob Fischmann? Friert er? Leidet er? Lebt er überhaupt noch? Die Medien sind informiert worden und berichten jetzt rund um die Uhr. Jede verfügbare Kraft ist im Einsatz. Tornados mit Wärmebildkameras donnern über den Taunus. Nichts, keine Spur. In dieser dramatischen Situation setzen die Ermittler auf die Vernehmungen von Sven Körpen. Als er von den Beamten erfährt, dass sein Vater ihn schwer belastet, packt er aus. Nach und nach. Die Situation beim Sven Körpen war die, dass er zunächst mal versucht hat, seine eigene Tatbeteiligung möglichst gering zu halten, am Anfang sogar völlig abgeleugnet hat. Es hat also Stunden gedauert, bis er sich dazu eingelassen hat, dass er in irgendeiner Weise überhaupt mit dem Fall zu tun hatte. LKA-Ermittler Wilfried Fehl hat alles wieder vor Augen. Wie Sven Körpen ein bestimmtes Waldgebiet im Hintertaunus beschreibt, wie sie ihn dorthin bringen, um ihn aus der Reserve zu locken, um endlich Gewissheit zu bekommen, was ist mit Jakob Fischmann geschehen. Nach und nach gibt Sven Körpen Hinweise, wo er ihn mit seinem Vater hingebracht haben will, lebend. Wilfried Fehl sucht die Stelle, an der Spürhund Fedo angeschlagen hatte. Kaum getarnt, unter etwas Erde und Moos und hastig abgerissenen Fichten, fand er damals einen Körper. Das Erdreich war etwas ausgehoben und da lag er bäuchlings, den Kopf in diese Richtung. Er trug eine Krawatte, die mir vorgegeben war. Das ist die Krawatte. Dann das Jackett, vorgegeben mit den goldenen Knöpfen. Das ist das Jackett. Dann ein Schal, das ist der Schal. So dass ich zunächst mal von der Bekleidung ausgehen könnte, es ist der gesuchte Fischmann. Schläge mit einem stumpfkantigen Gegenstand auf Kopf und Genick. Das vermerkt der Obduktionsbericht als Todesursache. Die Hiebe haben die Halswirbel durchtrennt. Jakob Fischmann wird bewegungsunfähig, aber nicht gefühllos.
Er stirbt qualvoll langsam, mit blutverkrustetem Mund und ohne Schuhe. Die Nachricht stürzt die Familie in tiefes Unglück und die Öffentlichkeit in fassungsloses Entsetzen. Die Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof in Frankfurt wird zu einer Demonstration der allgemeinen Anteilnahme. Es war das erste Mal nach dem Krieg, dass man diese Wand wieder hochgehoben hat. Das war die größte Beerdigung, die ich je hier erlebt habe. Da wurden Lautsprecher aufgebaut draußen und hier draußen. Und die Leute standen hier und auch hinten, der Hof war voll von Leuten. Also das ist unbeschreiblich. Das, wie gesagt, das habe ich noch nicht erlebt hier. Man hat gemerkt, die Leute sind nicht nur aus Neugierde gekommen, sondern die nehmen Anteil an der Beerdigung. Also das war schon tragisch. Er muss sehr beliebt sein, auch gewesen sein bei den Geschäftspartnern. Denn da haben Leute gesprochen aus Japan, sind gekommen, mit denen er geschäftliche Verbindung und haben gesprochen. Und mit der Beerdigung war es nicht zu Ende. Mit Ende der Bär, sondern Tage, Wochen danach sind noch Leute gekommen und haben nach dem Grab gesucht und haben Steine hingelegt. Jakob Fischmann wird neben seinem Vater beerdigt, einem Überlebenden des Holocaust. Aber wer hat Jakob Fischmann ermordet? Mein erster Eindruck war, dass derjenige, der als Täter in Frage kommt, schon mit einer unheimlichen kriminellen Energie hier vorgegangen sein muss. Was sich ja später dann auch bestätigt hat. Also ich möchte von mir aus behaupten, dass ich in meiner langjährigen Erfahrung, und das sind über 30 Jahre im Bereich Tötungsdelikte, eine Person als Täter mit einer solchen kriminellen Energie ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, vorher. Und auch bis heute noch nicht. Wie kaltblütig und brutal ist einer, der von einer verzweifelten Familie 4 Millionen Mark erpresst, obwohl das Opfer längst grausam erschlagen im Wald liegt. Durch die Aussage des Sohnes wird der Vater zum Hauptverdächtigen. Der, gelernter Anstreicher, führt seit über 20 Jahren ein Doppelleben. Bieder und bürgerlich zu Hause, in Wahrheit ein Gewaltverbrecher. Er betrügt und raubt, erschießt einen Zuhälter und kommt doch immer irgendwie davon. Also wenn man diese Gegensätze einmal sieht, dann spiegeln die doch die gesamte Charakterbreite, um es mal neutral auszudrücken, dieses Mannes wieder. Ja, das ist außergewöhnlich, das hat man selten. 1967. Bilder aus scheinbar guten Tagen. Körpen mit seiner ersten Frau Johanna. Da ist sie 17 und schwanger. Tochter Christiane und Sohn Sven werden geboren. Körpen schlägt seine Frau und betrügt sie. Kurz nachdem er eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen hat, liegt sie tot in der Badewanne. Mit Würgemalen am Hals. Die kämen von seinen Wiederbelebungsversuchen, gibt Körpen an. Seine beiden kleinen Kinder benutzt er als Zeugen. Er hat die Kinder, also auch den Sven, als er noch ein Kind war, von einer Faschingsfeier abgeholt, ist mit ihnen dann nach Hause gegangen, wissend, in der Badewanne liegt die tote Mutter. Und
Er hat dann mit den Kindern die Tür aufgemacht und so ungefähr gesagt, ach, um Gottes Willen, was denn hier passiert. Ne? Das ist schon, das muss man erstmal fertig bringen, sowas zu machen mit den eigenen Kindern. Ne? Körben leugnet hartnäckig. Er erfindet immer neue Erklärungen für die Würgemale, die Blutergüsse, die Schädelverletzung. Und tatsächlich wird er 1977 nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Und die Lebensversicherung kassiert er obendrein. Sven hat nie glauben können, dass der Vater der Mörder seiner Mutter ist. Er hält zu seinem Vater. Der bestimmt fortan sein Leben mit Zuckerbrot und Peitsche. Wird sein Lehrmeister und Vorbild, als Malermeister und als Verbrecher. Sven Körben hat eine beachtliche kriminelle Karriere hinter sich. Während andere Täter mit kleinen Delikten beginnen, wie Diebstahl oder Einbruch, ist er gleich in Entführungsfälle eingestiegen. 1991 ist Sven an der Entführung von Fischmanns Neffen Peter und dessen Schulfreundin Lisa beteiligt. Nur als Fahrer und Gehilfe, sagt er. Die Angst der Kinder, das Leid der Eltern, Nebensache. Rainer Körben terrorisiert die Familie anschließend mit Morddrohungen, weil die Kinder ohne Lösegeldzahlungen freigekommen sind. Jahrelang leben die Fischmanns mit dieser Angst, bis die Drohungen schreckliche Realität geworden sind. Von dieser Familie konnte er nicht mehr lassen. Diese Informationen, die er über die Familie hatte, das war eine Art Kapital. Und nachdem er die erste Entführung durchgeführt hatte, und dabei leer ausgegangen war, konnte dieser Gedanke ihn aber nicht mehr loslassen. Er blieb bei den Fischmanns. Vielleicht kann es auch sein, dass die Erfolglosigkeit im ersten Fall sozusagen den zweiten dann bedingt hat. Denn eines konnte Rainer Körben nicht: verlieren. Noch sieht Körben sich als Herr der Lage, als Spielführer. Aber sein alter Trick, jeden Beweis seiner Schuld durch noch so abstruse Erklärungen zu entkräften, klappt nicht mehr. 1996 kommen neue Techniken ins Spiel. Der Siegeszug der DNA-Analyse. Wir hatten eine Vielzahl von Spuren, die alle in diese gleiche Richtung deuten. Das fing damit an, dass wir zunächst eine Zigarettenkippe in dem mutmaßlichen Entführungsfahrzeug zweifelsfrei dem Beschuldigten Rainer Körben zuordnen konnten. Weiter ging es, dass wir in dem Fahrzeug eine Visitenkarte mit Blut des Opfers feststellen konnten. Ferner wurden in der Garage der Beschuldigten wurden Speichelspuren des Geschädigten Jakob Fischmann gefunden. In der Garage wurden Blutspuren gefunden des Geschädigten Jakob Fischmann. Und so ging es eigentlich weiter, sodass wir hinterher eine ganze Sammlung von Spuren hatten, die alle in die gleiche Richtung deuteten. In Körbens Haus in Langen stößt das LKA auf ein abgemauertes Verlies in der Garage. Gerade breit genug, um einen Menschen einzusperren. Und verdächtig frisch gestrichen. Uns fiel auf bei der Garage, dass dieser abgemauerte Teil einen komplett neuen Anstrich erhalten hatte. Und für jeden Heimwerker hat der Anstreicher da etwas getan, was für uns ausgesprochen ungewöhnlich war. Er hatte nämlich den Fußboden mit weißer Farbe gestrichen. Und das gab uns gleich einen Hinweis darauf, dass da irgendwas mit dieser Garage nicht stimmen konnte. Und das hat auch dazu geführt, dass wir dann diese Garage mal genauer unter die Lupe genommen haben und haben dann auch unter einer ca. 2 mm dicken Farbschicht Blutspuren noch vom Opfer nachweisen können. Das, was ich Ihnen hier so jetzt in 20 Sekunden erzähle, das hat letztendlich fast 4 Wochen im Labor gedauert, dass wir die Farbschicht von verschiedenen Steinen, die wir aus der Garage gesichert haben, praktisch entfernen mussten, mühsam unter Mikroskop mit kleinen Pinzetten und danach erst diese Blutspuren festgestellt haben und diese Blutspuren dann zweifelsfrei dem geschädigten Jakob Fischmann zugeordnet haben. Blutspuren aus dem Innersten eines Gasbetonsteins. Jakob Fischmann hatte eine gebrochene Rippe, war verletzt und wurde misshandelt. Im Haus seiner Angestellten Renate Körben, Wand an Wand. Was hat sie gewusst? Nichts. Ich habe nichts, gar nichts gewusst. Überhaupt nichts. Also die Frage, ob Renate Körben tatbeteiligt war oder nicht, das hat fast den Rahmen der Sonderkommission gesprengt, weil die Kollegen sich untereinander so uneins waren in den Bewertungen, was aber völlig verständlich ist. Wer kann sich das schon vorstellen, dass ein Entführungsopfer in der Garage
verwahrt wird für mehr als einen Tag und die Lebenspartnerin, die im Haus wohnt, will davon nichts mitbekommen haben. 2 Tage in einem Betonsarg hinter der Garage. Lebt Jakob Fischmann noch, als er am 3. Oktober erneut verschleppt wird? Ja, sagt Sven Körpen. Und sie seien mit seinem Auto gefahren. Auf Anweisung des Vaters. Erst ziellos, dann Richtung Reckenroth im Taunus. Sven, der Befehle empfängt, der Schmiere steht. Immer möglichst weit von der Tat entfernt. Sven hat mehrere Versionen gehabt. Eine der ersten Versionen war, dass ihn der Vater bereits unten an der Kreuzung abgesetzt hat. Er hätte unten am Kreuzungsbereich gewartet und der Vater wäre dann wieder zu ihm gekommen. Dann kam die weitere Version von ihm, dass er doch den Golf gefahren hat, also das Fahrzeug, mit dem man das Opfer zum Fundort zumindest mal verbracht hat. Er ist dann diesen Steinweg da drüben rückwärts hochgefahren, bis er zu einer leichten Vertiefung kam, da soll das Auto aufgesessen haben. Der Vater ist ausgestiegen mit einem Sack und mit einem Spaten und mit dem Herrn Fischmann. Und er ist dann mit dem Fahrzeug wieder nach unten gefahren und hat das Fahrzeug hier abgestellt. Und wäre dann hier diese Hügel hochgegangen, diese Anhöhe hochgegangen, hat sich dort oben auf einen Baumstumpf gesetzt und hat eine Zigarette geraucht. Und nach, ich meine, 45 Minuten wäre der Vater wiedergekommen. Hätte in sich gedampft, erregt, war auch geschwitzt und hätte gesagt, ist alles in Ordnung und dann ist man gemeinsam wieder losgefahren. Rainer Karpen schweigt zu allen Vorwürfen und belastenden Aussagen, wird weiter völlig ungerührt. Rückkehr an den Tatort im Wald von Reckenroth. Was geschah da wirklich? Ich denke, dass man ihn möglicherweise schon tot hierher gebracht hat. Das würde natürlich bedeuten, hat ihn der Vater allein hierher gebracht oder war sein Sohn dabei, der Sven? Sven hat das geleugnet bis zum Schluss. Der Vater, wie Sie wissen, hat nichts dazu gesagt, sodass diese Frage offen bleibt. Daher weiß die Familie bis heute nicht, was Jakob Fischmann die letzten Stunden durchgemacht hat, wie er sich gefühlt hat, wie sehr er gelitten hat. Und ich denke, das sind Dinge, die hat die Familie bis heute nicht überwunden und wird sie auch nie überwinden, weil sie auf ihre Fantasie angewiesen ist und das ist schlimm genug. Prozessauftakt in Frankfurt. Ein langes Jahr wird die Verhandlung dauern. Rainer Körpen streitet trotz einer erdrückenden Indizienkette weiterhin jede Tatbeteiligung ab. Wir haben heftig miteinander gestritten. Es gab ja eine ganze Menge von kriminaltechnischem Material, was zu besprechen war. Und ich musste ihm von Anfang an sagen, dass diese Dinge gegen ihn sprachen, gegen das, was er mir gegenüber behauptet hat, was er später auch in der Hauptverhandlung wieder gesagt hat, nämlich, dass er unschuldig sei. Darüber haben wir heftig gestritten und er war ein sehr akribischer Arbeiter, was seine Vorbereitung der Hauptverhandlung und seiner Verteidigung anging, war eigenwillig. Da gebe ich meinen Mandanten aber auch Raum. Der Verteidiger von Sven Körben bestärkt seinen Mandanten, auch im Prozess bei den belastenden Aussagen zu bleiben. Auch Aug in Aug mit dem übermächtigen Vater. Der Sven hat mir in diesen ersten Unterredungen diese Problematik zwischen ihm und seinem Vater von Anfang an geschildert. Und ich wusste auch, darin liegt der Knackpunkt. Darin liegt die eigentliche hochinteressante menschliche Komponente dieses Verfahrens und auch, das muss man dazu sagen, die juristische Komponente. Der Sohn, der sich gegen den Vater auflehnt. Das kommt in den Medien gut an. Wie in einer klassischen Tragödie sind Vater und Sohn in Schuld und Verhängnis verstrickt. Svens Geständnis ist ein Befreiungsschlag und das Rückgrat der Anklage.
Denn Rainer Körpen leugnet weiter. Ihr Sohn sagt, dass Sie seien gemeinsam mit Herrn Fischmann allein in den Wald hineingegangen. Das ist nicht richtig. Ich habe ihm gesagt, was sind Sie eigentlich für ein Feigling? Sie belasten Ihren Sohn nach dem Motto, ich weiß zwar nicht, was der gemacht hat, aber es kann durchaus möglich sein, dass er ihn umgebracht hat. Sie wissen, wer es war und Sie sind nicht Manns genug, tun aber so, als wären Sie der Coole, der hier über allem steht. Und das konnte er ums Verrecken nicht ab. Da ist er aufgesprungen und das erinnere ich mich auch noch wie heute, ist er von diesem Baum von einem Wachtmeister, der ja extra von der Justizverwaltung für Körpen ausgesucht war, solche Oberarme wie andere Oberschenkel, ist er sozusagen, komm Junge, setz dich, und ist so auf den Platz gedrückt worden, da wusste Rainer Körpen, das machst du nicht nochmal, aber ich habe ihm damit definitiv die Maske vom Gesicht gerissen. Der hat immer so einen devoten, zwar devoten, aber trotzdem sehr, sehr klaren Eindruck dem Gericht hinterlassen. Wie können Sie überhaupt? Ich bin doch völlig unschuldig und habe mit Gewalt überhaupt nichts zu tun, und springt im Schwurgerichtssaal auf und bedroht den Verteidiger. Da war Ende der Veranstaltung. Abstreiten, verwirren, Spuren verwischen. Damit hat Körpen noch immer seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können. Aber jetzt hat er Gegner, gegen die er schwer etwas ausrichten kann. Fasern, Mikrospuren, Materialanalysen. Die wahren Zeugen dieses Prozesses sind unsichtbar. Sie haften zum Beispiel an den kleinen Fichten, die Fischmanns Leiche verdecken sollten. Verräterische Stofffasern, die dann auch bei Rainer Körpen zu Hause gefunden werden, obwohl er sich viel Mühe bei der Beseitigung gegeben haben muss. Die Spuren sind so klein, dass man sie nicht sieht. Und man kann sie auch erst recht nicht vermeiden. Und weiterhin kann man diese Spuren, selbst wenn man sie erahnt, nicht beseitigen. Man kann höchstens das spurengebende Textil beseitigen, was in diesem Fall möglicherweise passiert ist. Obwohl Rainer Körpen seinen Pullover entsorgte, dessen Fasern an seiner Hosentasche verraten ihn trotzdem. Belastende Spuren auch an der Schallschutzmauer an der A3. Die Täter hatten eine Durchgangstür mit Holzstücken blockiert. Das LKA kann nachweisen, dass die aus einer Dachlatte stammen, die in Körpens Garage sichergestellt wurde. Denn jeder Baum hat eine Art individuellen genetischen Fingerabdruck. Und so können Holzstücke zweifelsfrei zugeordnet werden. Aufwendig mit Computerprogramm, aber auch ganz praktisch nachvollziehbar. Wir haben hier ein Holzteil aus der ersten Tür, ein Holzteil aus der dritten Tür. Von den Autobahntüren, die kann man relativ problemlos zu einem Teil zusammenfügen. Und wenn man jetzt das Teil aus der Garage mit dazu nimmt, dann sieht man, dass die Jahrringe parallel zueinander laufen. Und man kann das Ganze jetzt so zusammenklappen. Und letztendlich sieht man dann, dass es ehemals ein Teil war, ehemals eine Dachlatte. Die Indizienkette schließt sich. Dank neuer, erstmals in einem deutschen Prozess eingeführter DNA-Techniken. Die Spuren belasten vor allem Rainer Körpen schwer. In die Enge getrieben versucht er einen ungewöhnlichen Vorstoß. Was er damals gemacht hat, ist, dass er sich über seinen Verteidiger ein Lehrbuch der Molekularbiologie hat besorgen lassen, hat sich aus diesem Buch 48 Fragen herausgesucht, willkürlich von Seite 1 bis Seite 440, und hat alle diese Fragen im Gerichtssaal dem Sachverständigen, also mir, gestellt, und ich musste alle 48 Fragen beantworten. Er hat sich wohl davon versprochen, dass er damit möglicherweise den Sachverständigen so ein bisschen aus der Ruhe bringt und möglicherweise ein bisschen verunsichert. Nach meinem Gefühl ist die Sache voll nach hinten losgegangen. Körpen kam es darauf an, sich zu präsentieren. Er wollte zeigen, hier ist Rainer, und Rainer hat nichts zu verbergen und Rainer nimmt es mit jedem auf. Und das hat er natürlich mehrfach im Prozess auch praktiziert. Rainer Körpen versucht den nächsten Trick. Er stellt einen Beweisantrag gegen das LKA. Hintergrund? Kurz vor seiner Verhaftung hatte Rainer Körpen noch schnell alle Daten auf seinem Computer gelöscht und wollte ihn neu formatieren lassen. Aber das LKA, das die Festplatte beschlagnahmt hatte, konnte unter den gelöschten Daten die Anfangsworte einer verräterischen Datei wiederherstellen. Die Überschrift eines Erpresserbriefs, wie Sie ja bereits wissen.
Ein unabhängiger Sachverständiger soll nun prüfen, so verlangt es Körpen, ob das LKA die Daten manipuliert habe. Also dieser Brief, wie Sie bereits wissen, war vom LKA bei den gelöschten Daten gefunden worden. Und diese gelöschten Daten waren jetzt also auf CD. Und ich begann mich daran zu machen, die zu suchen, was da, also ich hatte die Erpresserbriefe ja vorliegen in ihrem Originalwortlaut, die lagen, waren ja bekannt, und versuchte also mit Kennworten oder Schlüsselworten aus diesen Erpresserbriefen in diesen gelöschten Dateien zu suchen. Und der Sachverständige wird fündig, aber nicht so, wie Rainer Körpen es sich erhofft hat. Im Gegenteil. Wir sehen uns hinter uns den einen aufgefundenen Brief 3, den wir also in volle Gänze hatten. Und ich muss Ihnen gestehen, das sind so Erlebnisse im Leben eines Sachverständigen, die vergisst er nicht mehr. Also ich habe nachts um 3 Uhr meine Frau geweckt und habe gesagt, komm rauf, das musst du dir anschauen, das ist einfach unglaublich. Es war diese enorme Fülle von zutreffenden Fakten, die einfach eigentlich, denke ich mal, den Herrn Körpen und auch seine Vertreter stumm werden ließen in der Situation, was sagen wir jetzt da dagegen? Und da wurde der Rainer Körben, ich habe ihn dabei beobachtet, richtig bleich. Der hat gesehen, wie der schwimmt ein Fell weg. Spätestens jetzt müsste jeder Täter aufgeben, sagen Prozessbeobachter. Nicht so Rainer Körben. Ich wiederhole das, was ich zu Anfang meiner Hauptverhandlung gesagt habe. Ich habe wissentlich nicht zu seiner Entführung beigetragen und habe vor allem nicht ermordet. Ortstermin in Langen. Richter Eliesen lässt den Angeklagten noch einmal am Tatort vorführen. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Man traut ihm mittlerweile alles zu. Die Sache hat natürlich einen Knacks bekommen in dem Moment, als ich davon gehört habe, dass es Aussagen gibt, denen zufolge er mich als Geisel nehmen wollte, um seine Freiheit zu erpressen. Nachdem Rainer Körpen selbst das Verhältnis zu seinem Verteidiger aufs Spiel gesetzt hat, greift er überraschend nach einem neuen Strohhalm, eine psychiatrische Untersuchung. Also erstens war es sicherlich in seiner nun doch schon etwas beengten, von der Beweislage her beengten Situation so, dass er wahrscheinlich ein bisschen die Flucht nach vorne gesucht hat, jetzt durchzubrechen sozusagen mit einer verblüffenden neuen Taktik auch. Schlimmer kann es sowieso nicht mehr werden. Das wäre so das Motto, was ich ihm unterstellt habe. Dann aber war wahrscheinlich darin auch beabsichtigt die Demonstration eines guten Gewissens. Nicht? Meine Verteidiger wollen das zwar unverständlicherweise nicht, aber ich habe ja nichts zu verbergen und ich will das jetzt. Es nutzt ihm nichts. Sein Gutachter attestiert ihm beachtlichen kriminellen Ehrgeiz und erkennt in ihm einen gefährlichen Schwerkriminellen, einen Verbrecher aus Leidenschaft. Zweifel an seiner Schuldfähigkeit hat er nicht. Körpen kennt keine Skrupel. Er erpresst 4 Millionen Mark Lösegeld für einen Toten und wäscht dann seelenruhig einen 1000-Mark-Schein aus dem Blutgeld auf einem Polizeirevier. Dort verwaltet nämlich eine Frau, die er während seiner Haft geheiratet hatte, die Handkasse. Seine Umwelt hat Körpen immer geschickt benutzt. Für Totschlag, Raub und Betrug hat er 7 Jahre im Gefängnis gesessen. Aber kaum jemand hat's gewusst. Genauso wenig wie vom Doppelleben des Malermeisters in Thailand. Angeblich auf Geschäftsreise wochenlang unterwegs, heiratete er dort sogar eine junge Frau und kaufte ihr ein Haus. Aber mit welchem Geld? Gleichzeitig kauft er 1993 den Bungalow in Langen und bezahlt in bar 300.000 Mark. Und wieder fragt niemand, mit welchem Geld? Es ist erpresstes Geld, Lösegeld aus einer anderen Entführung. Der dritten, die Rainer Körpen auf dem Gewissen hat. Vor den Augen der Familie wird der Sohn eines Fleischgroßhändlers in einen Wagen gezerrt. Die Entführer sperren ihn in eine Holzkiste, wie in einen Sarg, 7 qualvolle Tage lang. Das Opfer hat sich, anders als Jakob Fischmann, nicht gewehrt und dadurch überlebt.
Man zieht sich im Prinzip so auf das geringste Maß, was so ein Mensch irgendwie hat, wie so ein Tier, nur das Überleben. Und man hofft natürlich jederzeit. Auch Fischmann hätte vielleicht überlebt, wäre nicht beim Kampf mit seinen Entführern die Maske Rainer Körpens verrutscht. Das war sein Todesurteil. Er hatte den Mann seiner Angestellten erkannt. Achim Heftrich kommt frei für 2 Millionen Mark. Die wurden an einer auffällig markierten Stelle von einer Rheinbrücke geworfen. Fast immer werde Lösegeld gefunden, beruhigt die Polizei die Familie, die sich das Geld hat leihen müssen. Aber die 2 Millionen bleiben verschwunden, genauso wie die Entführer. Erst durch die Ermittlungen im Fall Fischmann und Sven Körpens Aussage wird klar, der passionierte Sporttaucher Rainer Körpen ist einfach mit der Geldtasche durch den Rhein geschwommen. Durch Verfahrensfehler, die passiert sind in meiner Ermittlung, muss ich jetzt weiter Lösegeld abbezahlen. Also nicht nur ich, unsere ganze Familie. Und das werden wir auch noch 4-5 Jahre tun müssen, bis wir endgültig abbezahlt haben. Und wäre das nicht passiert, wäre natürlich auch Jakob Fischmann noch am Leben. Denn dann wäre der Rainer Körpen und sein Sohn schon 4 Jahre früher gefasst worden. Eine blaue Mülltüte, von den Tätern als Zeichen hinterlassen, wurde damals zwar in ein Labor geschickt, blieb dort aber liegen. Eine Panne mit verheerenden Folgen. Leicht hätte man Fingerabdrücke Sven Körpen zuordnen können, der bereits wegen eines Rauschgiftdelikts im Polizeicomputer stand. Und damit wäre auch Rainer Körpen sofort ins Visier der Ermittler geraten. So aber konnte er in aller Ruhe das Lösegeld ausgeben und 3 Jahre danach die nächste Entführung planen. Zum zweiten Mal suchte er sich die Familie Fischmann als Opfer aus. Ein Verbrechen, das hätte verhindert werden können. Sie können sagen, Jakob Fischmann würde leben. Aber sehen Sie mal, Jakob Fischmann würde möglicherweise auch dann leben, wenn Rainer Körpen in einem Verfahren zum Nachteil seiner Ehefrau, wo die Ehefrau tot in der Badewanne gefunden worden ist, nicht zu einer zeitlichen Freiheitsstrafe verurteilt worden wäre, sondern wegen Mordes zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Der Prozess um die Entführung und Ermordung Jakob Fischmanns legt eine Blutspur frei. Rainer und Sven Körpen haben gemeinschaftlich insgesamt 3 Entführungen begangen. Das Verbrechen an Achim Heftrich ist aus prozesstaktischen Gründen nicht Gegenstand der Verhandlung, aber die Entführung von Jakobs Neffen Peter. Überführt wird Rainer Körpen durch dieses Erpresserbild. Er hat es mit derselben Polaroid-Kamera gemacht, mit der er sonst harmlose Familienfotos geknipst hatte. Dieses Bild ist von den vielen Bildern, die in diesem Verfahren eine Rolle spielten, also war für mich jedenfalls das eindrucksvollste. Ich habe es noch heute vor meinen Augen. Und das ist so ein Bild, wo man sich dann so fragen muss, wie böse muss ein Mensch sein, der einem Kind so etwas antut und den Eltern so etwas antut. Alles in allem ergab sich mir das Bild eines Intensivtäters, wie ich ihn in dieser Ausprägung vorher und nachher nicht erlebt habe. Und ich habe relativ viele, auch schwere Delikte zu begutachten gehabt. 3 Entführungen, 3 Tote, Raub, Diebstahl, Körperverletzung. Zum ersten Mal wird Rainer Körpen wirklich zur Verantwortung gezogen. Rainer Körpen hatte letztlich überpokert. Die Sache war nicht für seine kriminelle Neigung zu groß, aber er hatte völlig unterschätzt, wie zum Beispiel die Kriminaltechnik Fortschritte gemacht hat. Ja. Und auch das Verhalten seines Sohnes möglicherweise falsch eingeschätzt. Nicht allein die erdrückende Beweislast, sondern das Geständnis des Sohnes und die Schuldzuweisung an den Vater bilden die Grundlage für das Urteil. Das Gericht glaubt Sven Körpen, spricht ihm aber für die Ermordung Jakob Fischmanns auch eine Mitverantwortung zu. Sein Urteil,
Eine Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren. Rainer Körpen trifft die volle Wucht des Gesetzes. Die Urteilsbegründung hält fest, dass sich nicht ein einziger Punkt hat finden lassen, der für ihn spricht. Das Urteil ist ja überhaupt das Maximum, was an Freiheitsentzug verhängt werden kann. Also die lebenslange Freiheitsstrafe. Dann hinzukommt die besonders schwere Schuld. Das bedeutet, dass man eben auch nach 15 Jahren Haft nicht entlassen wird. Und dazu dann noch die Sicherungsverwahrung. Also mehr hat unser Strafgesetzbuch in Deutschland nicht zu bieten. Rainer Körpen meldet sich noch oft aus der Haft und hält die Justiz weiter auf Trab, mit Eingaben und Revisionsanträgen. Ein Wort der Reue ist er seinen Opfern bis heute schuldig geblieben. Für die Entführung von Achim Heftrich musste er nie vor Gericht. Eine Verurteilung hätte seine Strafe ohnehin nicht erhöht. Prozessökonomie. Die wollten sich's einfach nicht mehr antun, diesen Mann in Darmstadt wieder ein halbes Jahr vor Gericht zu stellen, dort wiederum dieselben Geschichten zu hören, ich war es nicht, ich habe damit nichts zu tun, etc. pp. Wiederum einen erheblichen Aufwand zu treiben. Man kann es verstehen, es wäre fürs Publikum, insbesondere aber auch für die Beteiligten, besser gewesen. Ein ganzes Jahr dauerte das Verfahren gegen den Ausnahmetäter Rainer Körpen. Die Überführung des Mörders nahm alle Kraft in Anspruch. Vom Opfer, seinen Ängsten und Qualen, war nur selten die Rede. Aber zurück bleibt das Bild eines Mannes, der mehr ist als nur ein Symbol einer tragischen Entführung. Also ich habe aus dem Gerichtssaal mitgenommen, dass er ein großer Freund von Freunden gewesen sein muss, ein Sympath. Insbesondere ist das wohl deswegen hervorzuheben gewesen, weil er ja über große Geldmittel verfügte, deswegen ist er ja auch entführt worden. Also es entstand ein Bild eines absolut sympathischen Mannes und dieses prozessuale Bild ist eben dadurch ergänzt worden, dass Freunde, die ich mit ihm teilte, ohne das zu wissen, mir davon berichtet haben. Also ein Mann, um den man wirklich trauern musste.